Willkommen zum WGT 2010. Welcome to the Wave Gothic Festival 2010. Das Pfingstwochenende in Leipzig beginnt und mit ihm das Wave Gothic Festival, das größte Festival der schwarzen Szene, der schwarzen Musik hier in Leipzig. Und wieder pilgern tausende Fans in die Messestadt und einige von ihnen sind nicht zum ersten Mal dabei. Seit 2001 sind wir jedes Jahr hier. Also ich bin jetzt das siebte Jahr dabei inzwischen. Nee, eigentlich ist es schon das achte Mal. Siebenmal war ich schon hier, das ist jetzt das achte Mal. Das ist das zehnte Jahr. Ja, nicht übertreiben, 15., 14. oder 15. durfte wohl stimmen, glaube ich. Also ich bin, glaube ich, das achte Mal jetzt hier und es ist einfach so, ja, du kannst einfach jeden anquatschen, egal wo der herkommt. Dann ist einfach, ja gut, das, die Atmosphäre ist es letzten Endes. Eine Atmosphäre, die Fans aus aller Welt anlockt und es werden immer mehr. Trotzdem will der Veranstalter den Rahmen, den Fans zuliebe, familiär halten. Also wir bemühen uns, das WGT eigentlich so zu erhalten, wie es momentan existiert. Das heißt also, die Größe, die Größenordnung mit ungefähr 20.000 Gästen, die wir auch in diesem Jahr wieder erwarten, wollen wir beibehalten und ungefähr auch die Größenordnung, was die Bands betrifft. Rund 200 Bands haben wir in diesem Jahr und das sehr breite kulturelle Programm, was mit dem WGT einhergeht. Und die besondere Atmosphäre, die lebt natürlich von den Besuchern. Und die kommen wirklich aus aller Herren Länder. Croatia. Wir kommen aus Bayern, aus der Oberpfalz. Also jetzt eigentlich aus Norwegen, aus Bergen. Ja, wir sind jetzt aus Hessen und Bayern gekommen. I'm from New York. Obwohl hier 20.000 Leute sind, man sieht trotzdem immer die gleichen Leute. Das ist irgendwie komisch. Aber toll. Es ist schon die Atmosphäre und das Ganze drumherum, was es ausmacht. Also auch die Szene Musik, die verschiedenen Stile, die es da gibt, die sind ja ganz verschieden. Es geht von wirklich harter Elektronik über harte Gitarren bis hin zu ganz sachten akustischen Klängen und Neoklassik. Also das ist wirklich sehr vielfältig, was da geboten wird, auch musikalisch. Wir werden immer mehr Händler, immer mehr Leute und das ist das Spannende. Mehr Bands, die hier auftreten, immer wieder interessante neue Eindrücke. Abgesehen davon wird ja die Szene auch immer größer, von dem her sollten ja alle dabei sein können. So it's es sind die Leute, wegen denen wir herkommen. Okay, we go here. Den Spieß andersrum zu sehen, einfach, dass man in der Straßenbahn nicht ein, zwei schwarze Leute sind und der Rest mehr oder weniger, will man sagen, normal, sondern da ist es halt andersrum, dann sind es halt jede Menge eigentlich nur schwarze Leute und ein, zwei normale Leute dabei. Jeder kann aussehen, wie er will vom Prinzip her. Keiner, der wirklich jetzt lästert oder der jetzt irgendwie verrufen wird oder so. Das ist echt Freiheit in dem Sinne. Ja? Während einige auf dem Agra-Gelände noch ihre Lager für die kommenden Tage aufschlagen, sind andere bereits in Feierlaune. Passend zum Programm des WGT gibt es natürlich in den Leipziger Lokalen und in den einschlägigen Clubs auch ein spezielles Festivalprogramm. Und wer nach einem langen Tag noch die Kraft hat zum Tanzen, der kann hier bis in die frühen Morgenstunden feiern.